Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu Orga TV. Wie wir es gewohnt sind, 我们为您准备了精彩的节目，今天的题目是中文初学者。 Ja, liebe Zuschauer, habt ihr jetzt auch nur Bahnhof verstanden? Kein Problem, ich übersetze euch das Ganze mal. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Orga TV, wie immer mittwochs um 18.18 Uhr. Wie ihr es ja bereits von diesem Format gewohnt seid, haben wir auch heute wieder spannende und informative Beiträge für euch vorbereitet. Unser Thema heute ist Chinesisch für Anfänger. So, ich denke, das habt ihr jetzt ein bisschen besser verstanden. Keine Angst, hier geht es jetzt auch nicht auf Chinesisch weiter. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, unser Thema heute lautet Chinesisch für Anfänger. Wie das Wort Chinesisch ja schon sagt, unsere heutige Sendung befasst sich einmal mit dem Thema China und Schienen. Kurzes Wortspiel. Ihr habt es? Okay, wir haben heute einige Lektionen für euch vorbereitet und ihr lernt heute zum einen was Geschichtliches. Wir haben knallharte Fakten für euch recherchiert und wir haben noch ein bisschen Sprachunterricht mit euch vor. Bedeutet, wir lernen euch heute noch ein paar Vokabeln. Da ich selber überhaupt gar kein Chinesisch spreche, habe ich mir Unterstützung ins Studio genommen, nämlich Chuang. Hallo. Ja, ihn habt ihr am Anfang der Sendung schon gesehen und er wird mir heute ein bisschen unter die Arme greifen in Bezug auf Aussprache und dergleichen. Trang habe ich vorgestellt, nun ist meine Wenigkeit an der Reihe. Mein Name ist Julia Müller und ich begleite euch durch die heutige Sendung. Aber neben mir sind hier noch einige andere Leute im Studio, die ihr jetzt nicht seht, aber die nicht weniger wichtig sind. Das ist einmal der Manu und die Denise in der Regie und die liebe Elke, die ist für die Kamera zuständig. Also wenn ich mal nur bis hierhin zu sehen bin, dann ist die das schuld. Ja, und außerdem haben wir noch Gäste im Studio und zwar hier unsere Chinesen. Die haben den weiten Weg auf sich genommen, um uns heute hier zu unterstützen. Ja, und das Team, das ich euch vorhin vorgestellt habe, nämlich wir vier, wir haben für euch heute tolle Beiträge vorbereitet. Wir zeigen euch zum einen, wie das Wasser in die Flasche kommt. Bei uns wird es im wahrsten Sinne des Wortes explosiv. Und wir haben einen Krimi Deluxe für euch vorbereitet. Also eine Menge guter Gründe, unbedingt dran zu bleiben. Und ein weiterer guter Grund, der kommt jetzt, nämlich die Orga News. Herzlich willkommen. Ich bin Kati und das sind die News. WM 2006, das Beste zum Start am vergangenen Freitag. Die FIFA erntete im Vorfeld der Fußball-WM 2006 reichlich Kritik. Doch richtig gute Infos findet man im Web, zum Beispiel Spielpläne, Austragungsorte und Reiseinformationen. Ferner findet man dort die umstrittene Tickettauschbörse, auf der Fans mit viel Glück noch eine Eintrittskarte ergattern können, die von einem anderen Besucher zurückgegeben wurde. Fußball-WM – Nachkontrolle gegen Ticketmissbrauch. Die Mainzer Firma Arygon hat nach eigenen Angaben einen kurzfristigen Auftrag vom Organisationskomitee der Fußball-WM erhalten, Lesegeräte für die Nachkontrolle von Tickets bereitzustellen. Die Firma liefert RFID-Lesegeräte, die an Laptops angeschlossen werden, welche gleichzeitig Clearing Points und Kontrollpunkte sind. Mit ihnen hofft das Organisationskomitee, den VIP-Tickets auf die Spur zu kommen, die nicht personalisiert sind. Mindestens 5 Eingänge sollen pro Stadion mit dieser Lösung nachgerüstet werden. Big Brother für jeden. Handyortung wird zur Massendienstleistung. Handynutzer sind nicht nur ständig erreichbar, sie können auch überall geortet werden, wenn ihr Gerät eingeschaltet ist.
Daraus ergeben sich viele neue Möglichkeiten. Nutzer abonnieren Suchfunktionen für Freunde oder ihre Kinder, lassen sich Hinweise auf Shops oder Gourmet-Tempel in der Nähe aufs Handy schicken oder überwachen als Unternehmer ihren Fuhrpark samt Außendienstlern am Rechner. eBay Deutschland bietet Auktionen via Opera Mini an. Der deutsche Ableger des Internet-Auktionshauses eBay bietet in Kooperation mit einem norwegischen Entwickler eine eigene Variante von Opera Mini an, einer Browser-Anwendung für Java-fähige Handys. Den Browser stellt Opera zum WAP-Download zur Verfügung. Alternativ lässt sich das Programm auch per SMS aus einem deutschen Mobilfunknetz anfordern. Die eBay-Version basiert auf einer überarbeiteten Version Opera Mini 2.0, die seit Anfang Mai verfügbar ist. Franz Beckenbauer wirbt nicht mehr für O2. Laut der Konzernsprecherin der FAZ trennt sich der Mobilfunkanbieter O2 offenbar von seinem prominentesten Aushängeschild. Der Vertrag mit Werbefigur Franz Beckenbauer endet mit Ablauf der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Bekannte Gesichter, darunter auch Schauspielerin Veronika Ferres und der frühere Fußballmanager Rainer Kallmund, seien vor allem für die Einführung der Marke wichtig gewesen. Jetzt sei das Marketing aber in einer neuen Phase eingetreten. Vorerst keine Bundesliga-Übertragungen mehr in Premiere Sportbars. Die Kette der schlechten Nachrichten reißt für Premiere nicht ab. Zuerst wurde Premiere im Dezember vergangenen Jahres bereits von der Arena Sportrechte und Marketing GmbH im Kampf um die Live-Ausstrahlungsrechte der Fußball-Bundesliga für die kommenden 3 Spielzeiten geschlagen. Dann verabschiedete sich die Telekom durch eine weitere Vereinbarung mit der DFL aus dem Versuch, die Internetrechte an der Bundesliga auch über Kabel und Satellit zu verwerten. Nun hat Premiere auch die sogenannte Public Viewing-Rechte an den Übertragungen verloren. Veranstaltungstipp. Am Samstag, den 17. Juni, findet ab 24 Uhr das Jubiläum 5 Jahre 5 DJs im 603 statt. Ruby, Lukas, Schnorki, Delt und Nimo heizen euch so richtig ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das war's von mir, von hier und damit zurück ins Studio. Während ihr euch jetzt unsere Orga-News angeguckt habt, hatte ich ein bisschen Zeit, mich mit Trink zu unterhalten. Und er hat mir erzählt, wenn er in China unterwegs ist, benutzt er, um von A nach B zu kommen, immer die Straßenbahn. Ich meine, er ist auch Student und wir kennen das ja, für uns sind die öffentlichen Verkehrsmittel doch sehr wichtig und vor allem sehr günstig. Die erste Straßenbahn gab es übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts in China. Um genau zu sein, 1902 fuhr die erste elektrische Straßenbahn durch die Straßen von Shanghai. Und heute feiert sie schon über 100-jährige Tradition. Aber ihr glaubt nicht, wer vor den Chinesen die erste elektrische Straßenbahn hatte. Genau, wir Saarländer. Bereits 1899 fuhr die erste Straßenbahn durch die Gassen unseres wunderschönen Bundeslandes. Ja, und heute ist das Ganze dann doch etwas luxuriöser geworden. Unsere Saarbahn, die ruckelt nicht beim Fahren und ist auch voll klimatisiert, was vor allem bei dem heutigen Wetter sehr von Vorteil ist. Ja. Im Moment fahren 22 Fahrzeuge der Saarbahn durch das Liniennetz. 40.000 Fahrgäste werden pro Tag chauffiert. Ja, und ich muss zugeben, die Allianz Arena, die wäre nicht ganz gefüllt mit diesen Fahrgästen, aber zumindest würden diese das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken sprengen. Ich weiß ja nicht genau, ob ihr erster FCS-Fan seid. Gut, nächste Zeit wird es im Stadion wohl eher etwas leerer sein, aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir mal. Das war auch eigentlich schon ein bisschen unser geschichtlicher Überblick und eine Geschichte, die haben wir auch für euch vorbereitet. Und zwar spielt die Geschichte in Saargemünd, das ist die Endstation der Saarbahn. Und meine Kollegin Denise hat diese Geschichte für euch vorbereitet. Sie handelt von einer jungen Familie, die in Geldnöten ist und die sind jetzt auf der Suche nach ihrem Familienerbstück. Ob sie es finden, das seht ihr jetzt. Unsere Geschichte startet im wunderschönen Saargemünd im Sommer des Jahres 1961. Es war die Zeit des Aufschwungs. Die Industrie boomte. Doch bei einer Familie war die Stimmung getrübt. Ich kann es einfach nicht fassen, dass wir bald auf diesen Luxus verzichten müssen. Vater ist tot.
Die Geschäfte laufen nicht mehr so wie früher. Bald sind wir ruiniert. Ja, du hast recht, Schwesterherz. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich allein auf diese Yacht hier verzichten soll. Ja, richtig. Wenn wir nur wüssten, wo unser Familienerbstück ist, dann wären wir alle sorgenlos. Das wäre unsere Rettung, Schwesterlein. Ach, so ein Mist. Leopold, was ist denn mit dir los? Du spielst, als wärst du gar nicht bei der Sache. Früher hast du doch gespielt wie ein Profi. Ach, Frederik, du immer mit deinen Späßen. Ich meine, seit Vater tot ist, ist nichts mehr so, wie es war. Und wir stehen kurz vor dem Ruin. Naja, wenn wir bloß mehr Informationen über dieses Familienerbstück rausfinden könnten. Das wäre unsere Rettung. Das wäre super. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich dir die ganze Zeit erzählen wollte. Und zwar, ich habe gehört von einem Familienerbstück, was in der Nähe von Glen Blittersdorf liegen soll. Es muss damals einem gefallenen Soldaten gehört haben. Ich glaube, ein Ring. Der Wert muss unschätzbar sein. Und könnte es sich dabei nicht um euer Familienerbstück handeln? Was? Ein Familienerbstück, sagst du? Und Großvater hat ja auch in Glen Blittersdorf gelebt. Ah, ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Schwestern Bescheid sagen. Leopold, dein Ball. Ach, egal. Na dann mal viel Glück. Von Heidenfels? Magdalena, wir müssen uns sofort treffen. Sagen wir am besten in 10 Minuten am Casino, geht das klar? Und sag Charlotte noch Bescheid. Leopold, was ist passiert? Warum? Ja, wir haben jetzt keine Zeit für Fragen. Komm einfach dahin, okay? Bis gleich. Ciao. Ja, ist gut. Wir sind in 10 Minuten da. Bis gleich. Hallo Leopold. Hallo. Was war so wichtig, dass wir extra unseren schönen Nachmittag unterbrechen müssen? Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich denke, wenn ihr das hört, was ich gehört habe, dann werdet ihr mir verzeihen. Und zwar hat mir jemand erzählt, dass sich unser Familienerbstück in Glen Blittersdorf befinden könnte. Oh mein Gott, das ist ja kaum zu fassen. Wie? Von wem? Wann? Sag schon. Ja, das von wem, es spielt jetzt keine Rolle, aber viel wichtiger ist, dass wir der Sache sofort auf den Grund gehen. Mit dem Familienerbstück werden wir alle unsere Probleme los. Mhm. Ich werde mich sofort nach Glen Blittersdorf auf den Weg machen, um dort einen Detektiv anzuheuern. Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Allerdings. Und so? Ja, okay, bis bald. Ja. Viel Erfolg, ciao. Ja, bis bald. Was erwartet Charlotte in Glen Blittersdorf? Wird sie es schaffen, das Familienerbstück ausfindig zu machen? Ja, mehr zu unserem Schienenkrimi gibt es gleich für euch, denn wir haben noch einen zweiten Teil vorbereitet, also es bleibt definitiv spannend. Aber jetzt, wo ich ja mal einen waschechten Chinesen hier bei mir im Studio habe, muss ich natürlich auch die Zeit nehmen, um ihn ein bisschen zu löchern. Deswegen, sag mal, wie ist das eigentlich? Ihr in China, ihr habt ja verdammt viele Leute da unten. Ja. Wie viele wohnen da insgesamt? Etwa 1,4 Milliarden. 1,4 Milliarden? Ja. Unglaublich, da kommen wir Saarländer mit unserer läppischen Million nicht so ganz mit. 1,4 Milliarden, das bedeutet ja allein, was das an Grundversorgung pro Tag kostet oder was da überhaupt drauf geht, was da konsumiert wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Chinese trinkt am Tag, sagen wir mal, einen Liter Wasser, tief geschätzt. Ein Liter Wasser, das wären 1,4 Milliarden Liter Wasser am Tag. Jetzt ohne Duschen oder alles rundherum, nur 1,4 Milliarden Liter am Tag, die dort getrunken werden. Da könnten unsere 40.000 Saban-Gäste insgesamt 10 Jahre lang davon leben. Unglaublich. Ja, und damit unsere Saban-Gäste keinen Durst leiden müssen und auch die anderen Saarländer, gibt es die Rilchinger in Hannweiler. Und genau die hat meine Kollegin Elke für euch besucht. Und die zeigt euch jetzt mal, wie das Wasser in die Flasche kommt. Wir haben uns gefragt, wie kommt das Wasser in die Flasche? Deshalb haben wir uns in die Saarbahn gesetzt, losgefahren nach Hannweiler Bad Rilchingen. Das kennt eigentlich keiner, liegt aber im Saarland und fast schon in Frankreich. Und da gibt's
Riechinger Mineralbrunnen. Da kommt dann unsere Flasche zusammen mit 323 anderen leeren Flaschen auf eine Palette, die ist ziemlich schwer und deshalb transportiert das den Kabelstapler. Auf so einer Palette sind 36 Kisten. Und damit das schneller geht, werden die von der Maschine auf ein Förderband gestellt, immer 9 Kisten auf einmal. Weil manche Leute grüne und weiße Flaschen in einer Kiste abgeben, müssen die noch sortiert werden. Aber da noch keine Maschine die voneinander unterscheiden kann, macht das hier ein Mann im blauen Kittel. Hier sind die jetzt schön sortiert. Dann werden die aus den Kisten gehoben. Auch das macht eine Maschine, die schafft ganz viele auf einmal. Dann muss der alte Deckel ab. Das nennt man einen Hohn. Und natürlich macht das auch eine Maschine. Dann müssen die alten Etiketten runter. Und alles wird gründlich gewaschen. Unten kommen die dreckigen Flaschen rein, kommen oben sauber wieder raus. Und dann geht alles ganz schnell. Wasser rein, Deckel drauf, Etikett für oben, vorne und hinten und fertig. Natürlich kommt da vorher noch die Kohlensäure ins Wasser. Also Wasser mit Kohlensäure in Flaschen, geht so schnell, sieht man hier fast gar nicht. Dann ganz schnell die Deckel drauf, Ketten ankleben, die Bürste macht es noch schön glatt und da wandern die fertigen Flaschen. Wir haben gezählt und heute waren es schon mehr als 8000. Die Flaschen kommen wieder in die Kisten. Manchmal fehlt da eine Flasche. Dann wird die Kiste aussortiert. Und dann läuft das Ganze wieder wie am Anfang. Nur umgekehrt. 36 Kisten auf die Palette macht natürlich auch eine Maschine. Und wenn die alle drauf sind, dann kommt wieder der Gabelstapler und holt die Kisten ab. Na dann, Prost! Ich würde sagen, auf den Beitrag trinke ich doch erstmal einen. Ich sage ja zu saarländischem Wasser. Prost! Bevor ich es vergesse, am Anfang der Sendung hatten wir ja gesagt, dass wir heute einen kleinen Sprachunterricht mit euch veranstalten. Cheng, was heißt denn eigentlich Prost auf Chinesisch? Ganbei. 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 Ja, richtig. Okay, super, gut. Ja, aber was ich noch viel, viel schwieriger finde als die Aussprache, sind diese Schriftzeichen. Die gehen ja überhaupt gar nicht konform mit unserer europäischen Schrift. Cheng, kannst du uns vielleicht mal was anschreiben? Ja, gerne. Das wäre super. Vielleicht das Wort Straßenbahn. Straßenbahn? Ja, genau. Das ist Straßenbahn. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, da müsste ich lange dafür üben. Und wie spricht man das jetzt aus? Yōguidiànchē. 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 Nein. Nicht ganz. Yōguidiànchē. Yōguidiànchē. Ja, schon schwierig. Okay, ich versuche jetzt einfach mal mit einem anderen Wort. Ich bin jetzt mal mutig. Könntest du uns vielleicht noch Medienkommunikationsmanagement anschreiben? Ja, gerne. Dankeschön. Okay. Und wie spricht man das jetzt aus? Meiti Tongxun. Meiti Tongxun. Meiti Tongxun.
Mei Ti Tong Shui. Ja, schon gut. Ja? Ja. Okay, gut. Also ich würde sagen, die Vokabeln, die haben wir drauf. Seien wir jetzt mal ein bisschen mutiger und versuchen es mit ganzen Sätzen. Wie wäre es mit Christian Scholz ist der Beste? Nee, Quatsch. Nee, ich denke, wir haben genug geschleimt. Wir sind jetzt fertig mit unseren Vokabeln. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Und am Anfang der Sendung habe ich euch ja schon angekündigt, dass es explosiv bei uns wird. Steht auch hier auf unseren tollen Plakaten drauf. Ja, und explosiv wird es im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mein lieber Kollege Manu, der hat für euch Kopf und Kragen riskiert und ist für euch unter Tage gefahren. Was er dort alles erlebt hat, das seht ihr gleich. Ich sag nur, Glück auf, der Steiger kommt. Mats ab. Was die wenigsten Zugezogenen und Saarländer wissen ist, dass in Auersmacher an der Saar bereits seit 1935 Kalkstein aus der größten Kalksteingrube Deutschlands gefördert wird. Die Grube befindet sich nur ca. 500 Meter Luftlinie vom Auersmacher Bahnhof entfernt und liefert einen der wichtigsten Rohstoffe zur Roheisenerzeugung. Aber woher stammt der Kalkstein überhaupt? Vor 225 Millionen Jahren sorgten Muscheln und Seelilien in dem Urmittelmeer, der sogenannten Tethys, durch 5 Millionen Jahre andauernde Ablagerungen für die Entstehung dieses Kalksteinlagers. Dieser Kalkstein eignet sich hervorragend für die Schlackenbildung und Reduktion im Hochofen der Rogesa-Gruppe mit Sitz in Dillingen. Abgebaut wird der Kalkstein im Kammerpfeilerbauverfahren auf einer Fläche von ca. 4 Quadratkilometer um Auersmacher und angrenzende Ortschaften herum. Das unterirdische Labyrinth und wie der Kalkstein seinen Weg aus dem Berg in die Hochöfen findet, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ca. 65 Meter unter der Erde findet man ein ca. 300 Kilometer langes Streckennetz, was in etwa der Strecke Saarbrücken-Köln entspricht. Die Temperatur beträgt Sommer wie Winter 12 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 100%. Um den Kalkstein aus seinem dunklen Versteck zu locken, werden in Auersmacher hochmoderne Maschinen eingesetzt. Der hier gezeigte Rocket Boomer bohrt nach einem speziellen Muster 3,40 Meter tiefe Sprenglöcher in das Gestein, wobei er für jedes Loch nur etwa 25 Sekunden benötigt. Die Löcher werden in einem weiteren Arbeitsschritt von den Kumpels mit einem pulverförmigen Sprengstoff gefüllt. Damit lassen wir es für OrgaTV jetzt mal richtig krachen. Nachdem sich die Staubwolke verzogen hat, müssen 300 Tonnen Kalkstein pro Abschlag aus dem Tunnelsystem geschafft werden. Riesige Frontlader und eine Flotte von überdimensionalen LKWs übernehmen diese Aufgabe. Sie befördern täglich bis zu 1500 Tonnen des Rohstoffs im Zweischichtbetrieb zur unterirdischen Verladestation. Von dort aus gelangen die Kalksteinbrocken über ein ausgeklügeltes Förderbandsystem zu der mächtigen Gesteinsmühle. Diese zerkleinert das Gestein unaufhaltsam in mehreren Stufen auf eine für die Roheisenverhüttung geeignete Größe von unter einem Zentimeter. Ein weiteres Förderband fördert den Rohstoff ans Tageslicht bis zur grubeneigenen Verladestation am Auersmacher Bahnhof. Dort wird der Kalkstein in Eisenbahnwaggons gefüllt und tut das, was er nunmehr seit mehr als 70 Jahren tut. Er macht sich auf seinen Weg zu den Hochöfen in Dillingen. Donnerwetter, das war ja ganz schön viel Schotter. 1500 Tonnen, die täglich in Auersmacher abgebaut werden. Apropos Schotter, sag mal, Sheng, hast du eigentlich eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Ja, wie ist das bei euch in China? Mit wie vielen Jahren heiraten da so die Mädels? Also normalerweise gehen sie mit 27, 28 heiraten. Okay, oh, auch so spät. Ja, das ist ähnlich wie bei uns. Und ich denke, was auch ähnlich bei den Mädels in China ist, so wie bei uns, ist, dass wir einfach kein Auto fahren können, oder? Sind wir mal ehrlich. Also ich persönlich,
Ich kann ja jetzt nur von mir reden, aber das mit dem Einparken allein, das klappt überhaupt nicht. Da ist es doch viel einfacher, sich an die Saarbahnhaltestelle zu stellen, einzusteigen, schön klimatisiert das Teil, und dann am Zielort wieder auszusteigen. Da braucht man keinen lästigen Parkplatz zu suchen und es gibt auch keine Idioten, die einen den Parkplatz vor der Nase wegschnappen. Ja, und genau so hatte es ja auch unsere Charlotte vorhin gemacht. Die war ja auf dem Weg zu diesem Detektiven und hat sich in die Saarbahn reingesetzt. Das ist jetzt so ungefähr eine Viertelstunde her, also ich denke, so langsam sollte sie doch angekommen sein. Wir schauen einfach mal, was sich mit dem Detektiven ergeben hat. Ich werde diesen Moment wohl nie vergessen, als es am besagten Tage an meiner Tür klopfte und sie trat herein. Da stand sie nun in ihren Pumps, die Männerherzen höher schlagen lassen, ihre aufreizende Netzstrumpfhose, die ihre wunderschönen Beine umhüllten. Ein Kleid umspielte ihre Hüften, eine Strähne ihres engelsgleichen Haares fiel ihr ins Gesicht. Doch ihr Blick verriet mir, dass etwas nicht stimmte. Ich hörte, Sie seien der Beste. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Sie brauchte also meine Hilfe. Was sie wohl wollte? Es geht um einen Schatz. Nicht den Schatz, den Schatz. Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich ein altes Familienerbstück in Kleinblittersdorf befindet. Die verschlafene Gemeinde Kleinblittersdorf mit rund 3650 Einwohnern war im Jahre 777 unter dem Namen Plitara Villa bekannt. Doch meine Geschichte startet erst später, und zwar im Ersten Weltkrieg. Hier kämpfte unter vielen jungen Männern auch mein Großvater. Leider starb er für sein Vaterland, ja, und er trug unseren Familienring. Eine Zeit lang hieß es, er sei verschollen, doch durch einen Hinweis wurde mein Bruder auf die Marienkapelle aufmerksam gemacht. In den Jahren 1957 bis 1958 wurde sie zu Ehren der Mutter Gottes und zum Gedächtnis der Gefallenen der Weltkriege 1418 und 3945 nach einer Idee des örtlichen Seelsorgers Josef Traut gebaut. Die Grundsteinlegung erfolgte am 19. März 1957. Den Grundstein brachten Pilger der Pfarrei von einer Reise nach Lourdes mit. Im Innenraum befindet sich auf dem Altar die Schutzmantelmadonna und an den Wänden hängen zur Erinnerung an die Toten 298 eiserne Kreuze mit darauf geschriebenen Namen, Geburts- und Sterbetagen der Gefallenen. Ja, und genau hier vermutet mein Bruder den Siegelring. Können Sie mir helfen? Ob ich ihr helfen könnte? Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon von unserer Sendung Chinesisch für Anfänger. Ich hoffe, es hat euch mindestens so viel Freude bereitet wie mir. Ein herzliches Dank an dich, Trin. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank und ein Dank natürlich auch an unser tolles Publikum hier. Ja, und das war das erste Highlight für den heutigen Tag, aber ein zweites Highlight steht ja noch in den Startlöchern. Ich glaube, ich brauche es kaum noch zu erwähnen. Die Fußball-WM Deutschland gegen Polen. Ich hoffe, ihr habt das Bier schon kalt gestellt. Schwenk, was meinst du, wer wird Weltmeister? Deutschland. Ja, voll jawohl. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein Klischee aus dem Weg räumen. Männer, von wegen WM for the girls.
Das vorhin mit dem Parken habe ich ja zugegeben, ja? Aber ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir uns heute Abend vor den Fernseher setzen und irgendwelche Schnulzen angucken. Wir schauen natürlich auch Clean Siskale, wir drücken die Daumen, wir wollen, dass Deutschland Weltmeister wird. Ich hoffe, das tut ihr auch. Unterstützt sie, jubelt ein bisschen. Das war's von mir. Nächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle eine andere Gruppe, pünktlich um 18.18 Uhr. Einen schönen Abend in diesem Sinne. Tschüss. Ich bin so froh, mein Lord, hast du ohne Fressen.